Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seid hier bei Lenis vs. Diamonds gelandet und ich habe den Monatsrückblick für den März für euch und da habe ich mich richtig ins Zeug gelegt bei einem Problemfall von mir, aber dazu später. Jetzt kommen wir erstmal zu diesem schönen Exemplar und zwar ist das ja das Bild von Mr. und Mrs. Panda aus Teenie Schnick Schnacks Shop in 30x40. Das ist der Pink Axolotl. Hat sehr viel Spaß gemacht zu painten. Ich habe hier sogar komplett erst um ihn herum gepaintet, also den ganzen Hintergrund und dann ganz zum Schluss den süßen Kerl. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich schaue mal eben gerade schnell in mein schlaues Büchlein, ich euch da sonst noch was zu sagen kann, wenn ich es denn mal hier finde. Tja, wenn man schnell will, ne, dann geht es meistens nicht schnell. Aber wir sind hier ja nicht auf der Flucht, ne? Reicht ja, wenn es bei der Arbeit so zugeht. 30x40, 24 Farben inklusive 3 ABs, Flüssigkleber mit eckigen Hartstein. Ich habe es gepaintet vom 2.3. bis 15.3. Ich brauche euch wahrscheinlich nicht mehr sagen, dass ich ja immer mehrere Bilder gleichzeitig oder nebeneinander herpainte. Also wenn ich immer nur eins painten würde, wäre es wahrscheinlich noch schneller gegangen. Ja, ich fand das auch sehr schön mit dem Herz hier und ja, mir gefällt das Bild wirklich gut. Das war jetzt schon mein zweites Axolotl-Bild in diesem Jahr. Das erste war ja dieses große Axolotl-Bild von Teenie Schnickschnack mit der Bubble und jetzt habe ich noch eins bestellt von Karat Art. Da kommt auch die nächsten Tage noch ein Unpacking von mir. Also schaut gerne dann auch das Video. So, dann habe ich ein kleines Teilbild für zwischendurch gemacht. Das fand ich total niedlich. Das hatte ich, will jetzt nichts Falsches sagen. Das müsste von von Temu ist das, glaube ich. 30x30 ist die eigentliche Größe, aber so groß ist das natürlich nicht, weil man ja hier nur die vereinzelten Stellen paintet. Aber ich fand es wirklich schön, auch mit diesen ganzen Spezialsteinen. War eine schöne Abwechslung für zwischendurch. Hatte 3, 6, 18, 13 verschiedene Farben bzw. Steinchen. Und ja, gefällt mir aber für ein Teilbild wirklich gut. Dann hatte ich noch ein noch kleineres Bild gemacht. Das war aber wirklich zu klein. Das ist sehr verpixelt. Das ist auch von Temu. 20x20 cm. So eine kleine süße Schildkröte. Aber ich fand sie sonst ganz süß. Und die hatte auch runde Steine. 19 Farben. Ja, an zwei Abenden oder was. Aber ist doch zu klein gewählt. Aber jetzt ist sie fertig. Dann habe ich noch ein kleines Osterbild gepaintet. Auch ein Teilbild. Das finde ich auch richtig schön. Das steht auch so oder stand auch so bei uns in der Küche. Hat auch richtig Spaß gemacht zu painten. Der kleine Hase, der im Osterkranz sozusagen feststeckt und nur der Hintern rausguckt und die Ohren oben. Fand ich wirklich sehr süß. Der war von FG Normal. Da hatte ich mich eigentlich vertan. Ich dachte nämlich, das wäre so ein Kranz zum Aufhängen. Aber jetzt habe ich ja eine gute Lösung gefunden. Ich habe diese 25x25 Rahmen von Ikea da. Und ja, da konnte es ja jetzt gut rein. Das passte genau. Weil es war mit 30x30 angegeben, aber bei den Firmen sind das dann ja immer die 25x25 Bilder und in diesem Fall passte es dann für mich und ja, ich bin da gut mit zufrieden.
Ja, und dann kommen wir zu meinem Hauptprojekt schon. Und das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Hätte ich vorher nicht gedacht. Das Bild ist von Karat Art. Ihr habt das Ergebnis wahrscheinlich schon in einem meiner Videos gesehen. Und zwar ist das Witch in the Lake of Water Lilies. Es ist jetzt noch nicht versiegelt. Das muss ich unbedingt noch nachholen. Aber die letzten Tage waren dermaßen stressig. Ich muss im Moment Überstunden machen und wir sind gestern auf Glasfaser umgestellt worden. Und ja, die Umstellung hat nicht ganz so hingehauen. So dass wir dann gestern gar kein Telefon-Internet hatten. Telefon haben wir immer noch nicht, aber Internet zum Glück. Und da habe ich halt die ganze Zeit dran gesessen, dass das funktioniert. Zum Glück kann ich sowas einigermaßen alleine und brauche da dann keinen Techniker für. Das ist ja auch schon mal was. Ja, das ist die Schönheit. Sie ist auch wirklich schön, gar keine Frage. Aber der Weg dahin war wirklich hart. Das Bild hat eine Größe von 60 x 72 cm, ist natürlich auch nicht wenig. Ich hatte es an 35 Tagen gepaintet und die letzten Tage habe ich wirklich rund um die Uhr, das war Ostern, immer wenn ich Zeit hatte, habe ich rund um die Uhr gepaintet. Ich wollte es einfach nur noch fertig haben. Ich erkläre euch, was das Problem war. Zum einen waren die schwarzen Steine nicht so schön. An die Donne, ich dachte gerade, ich habe wieder eine Lücke entdeckt. Aber nee, Entwarnung. größte Problem war aber, das Bild hatte in Anführungsstrichen nur 71 Farben. Aber es war so dermaßen Konfetti. Also es war wirklich fast kein Stein mit derselben Farbe. Also es waren immer alles kompletter Wechsel. Und als ich dann das letzte kleine Stück gemacht habe, ich glaube, da habe ich für so eine kleine Ecke 3 Stunden gebraucht. Also es war wirklich heftig. Ich meine, das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das, was ich am Anfang meinte, dass das hier zu dunkel ist, finde ich jetzt auch nicht mehr so. Das passt. Und auch mit den Augen, dass die geschlossen sind, das ist jetzt alles okay für mich. Aber es war wirklich harte Arbeit. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir einen Gefallen damit getan habe, dass ich mir vor kurzem 2 Bilder bei Diamond Painting mit Herz bestellt habe und 1 bei Painterbox, weil die alle noch viel, viel mehr Farben haben. Aber vielleicht werde ich ja noch zum Konfetti-Fan. Ich bezweifle das zwar, aber man soll nie, nie sagen. Und ja, das war mein Monatsrückblick. Sieht jetzt gar nicht so viel aus, aber dieses Bild hat es echt in sich gehabt. Und 31x40 Bild und 3 Teilbilder. Ich finde schon, das kann sich sehen lassen. Und ja, ich wollte dieses Bild unbedingt von meinem Stash befreien, weil ich das damals unbedingt haben wollte. Und es ist ja auch schon ein älteres Bild von Karat Art. Und ich habe jetzt mit einem ganz neuen Bild von Karat Art angefangen für eine Challenge. Und da merkt man dann doch noch wieder einen großen Unterschied von den Steinen her. Aber ich habe es fertig, es ist schön geworden, es kann jetzt versiegelt werden. Und dann muss ich mir nur noch Gedanken drum machen, wo ich es hinhänge. Und ja, aber schön ist es auf jeden Fall. Es ist übrigens mit, ich glaube, 8 AB-Steinen gewesen. Das war auch noch eine Schwierigkeit hier. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich dann auch wirklich den E-Painter. Und ja, 71 Farben, wie gesagt, Künstlerin ist, das hatte ich gerade nicht gesagt, Jaroslava Guskova. Sie hat ja einige Bilder bei Karat Art im Shop. Und es heißt, wie gesagt, Witch in the Lake of Water Lilies. Die Review dazu ist ja auch schon online, könnt ihr euch auch gerne noch einmal anschauen. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat mein Monatsrückblick gefallen.
Würde mich sehr über Daumen nach oben freuen, über Kommentare und natürlich über neue Abonnenten. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!